Käfer müsste man haben. Sowas bin ich ganz schlecht. Mein Name ist Andreas Wolf, komme aus Berlin, ja, und fahre einen Käferbaujahr 1961. Eher bekannt unter dem Namen Betty. Ja, das Warum war eigentlich relativ einfach. Käfer war halt irgendwie immer so schon ein kleiner Traum, weil es für mich so der Volkswagen ist. Also für mich das Urgestein des Volkswagens. Wenn viele immer sagen, es ist der Golf, für mich ist und bleibt es der Käfer. Der Betty so durch die Gegend fahre, auch mit meiner Frau zusammen, ist es halt immer so ein Stück Freiheit und so alte Geschichte. Ja, ich denke, die meisten können mit dem Wirtschaftswunder oder dass man jetzt sagt, dass der Käfer halt aus dem Wirtschaftswunder entstanden ist, nicht mehr so viel anfangen. Und von 1938 gab es halt, sage ich jetzt mal, die ersten Käfermodelle, das war der sogenannte KDF-Wagen. Davon existieren, glaube ich, nur noch eine Handvoll. Und so der richtige Käfer, der, glaube ich, in Produktion ging, also war definitiv der Brezelkäfer, ich glaube 49. Und ab 52, 53 war der Umschwenk auf den Ovalli, der wurde dann bis 57 gebaut. Und 57, 58 war dann quasi ja, der erste Rechteckkäfer, ähnlich wie man heute schon kennt. Meiner halt, wie gesagt, mit den kleineren Änderungen, mit etwas größeren Scheiben zum Ovalli und ohne Winker. Ab 65 gab es dann nochmal größere Seitenscheiben, Frontscheibe. Und ab 67, 68 dann der Wechsel zu dem mit den stehenden Scheinwerfern und den größeren Rückleuchten, wie man später dann die ganzen Mexikaner halt kannte. Die meisten kennen noch einen Käfer, viele Leute schätzen ihn auch, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, dann kommen halt überall mal lächelnde Blicke einem entgegen, es ist egal, ob es jetzt jung oder alt ist. Also vergessen ist er nicht, obwohl, sage ich jetzt mal, der Käfer die Automobilbranche selbst revolutioniert hat, kann man ja fast sagen. Ja, wie der Name sagt, es war ja wirklich der Volkswagen. Egal, wo man langfährt, links und rechts, die Leute, die gucken immer. Ja, überall siehst du ein Lächeln im Prinzip auf den Lippen. Egal, ob jung oder alt. Ja, es macht einfach Spaß. Rumzwicken tut sie ziemlich viel. Ist halt doch eine echte Diva. Mal ist es die Vergaser, sage ich jetzt mal, die nicht so recht wollen. Ich denke, damit muss man leben. Darum liebt man trotzdem so im Auto letztendlich, weil zu tun gibt es halt immer was, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ist halt nicht immer nur einfach einsteigen und losfahren. Man muss halt doch schon mal gucken, okay, passt der Ölstand? Ja, da kommt immer eins zum anderen. Langweilig wird's nie. Wie gesagt, der Käfer sollte halt auf jeden Fall vor 64 sein und geworden ist es letztendlich ein Baujahr 61. In Berlin ist es schwierig, irgendwo Garagen zu finden, weil sie meistens weit weg sind oder utopisch teuer. Und im Haus haben wir eine Tiefgarage direkt unten drunter. Und dann habe ich das ganze Auto in der Tiefgarage im Prinzip so gebaut, wie man es jetzt heute kennt. Und ja, angefangen habe ich mit der kompletten Innenausstattung und habe die Sitze in der Küche lackiert, habe die Sitze im Wohnzimmer bezogen. Ja, und dann habe ich halt einen Airride gebastelt. Quasi auch aus einem Eigenbau entstanden, alles komplett versteckt verbaut, dass man mal nie irgendwelche moderne Technik an diesem Auto sieht. Mir war halt immer wichtig bei dem Auto, dass das Auto so gebaut wird, dass ich es jederzeit auf Original zurückbauen kann. Deswegen ist vielleicht nicht die absolut maximalste Tiefe erreicht, zumindest hinten, vorne kann ich es komplett ablegen, aber so, dass ich es jederzeit begrüßen kann. Der Rest sind halt wirklich nur Details, Details, Details. Man findet halt immer wieder rot-weiß, dieses amerikanische Muster. Ja, muss man sehen, kann man nicht alles beschreiben. Ich glaube, da würden wir noch eine Stunde sitzen.
Filmst du immer noch? Nee. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Nee, jetzt im Internet.